noch ein paar Fotos schnell und dann weg da ohne ja. Was so schnell? Schnell. Wir müssen es mole. Geht nicht so schnell. Ich darf euch das Familienwissen mal vorstellen. Prinz Richard der Dritte von Pinsel und Farbe. Und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Agnes die Zweite von der Schafsgasse. Ich kenne sie nicht, aber... Und natürlich ihre beiden Marschälle mit ihren reizenden Hofdamen Albert und Erich Büttner sowie Helmut und Petra Kollas. Der Mömmlinger Karnevalverein hatte bis vor wenigen Tagen noch keine Vorstellung von einem neuen Prinzenpaar. Dank meiner rechten Hand Michael Ollmann und meines Vorstandes Sven Giegerich ist es uns in allerletzter Minute gelungen, mit Engelszungen viel Glück und Dusel dieses charmante Paar und diesen sympathischen Hofstaat für unsere Saison 2002 gewinnen zu können. Der Mömmlinger Karnevalverein, die gesamte Vorstandschaft und ich, wie auch Vertreter der Gemeinde Mömmlingens, wünschen euch für die kommende etwas zu kurze Kampagne eine glücklich regierende Hand, viel Stehvermögen, Trinkfestigkeit und Ausdauer bei den Empfängen, Veranstaltungen und Festzügen unserer Gemeinde, sowie weit über die Grenze hinaus, wo ihr uns, den MCV und natürlich auch die Gemeinde selbst Hochwohlgeborene präsentieren werdet. Zur Seite werden euch unsere Prinzengarten stehen, seid zu diesen strammen Gartenmädels gute Dienstherren, ihr werdet es nicht bereuen, das verspreche ich euch. Möget ihr da anknüpfen, wo das letztjährige Prinzenpaar aufhörte, mit einer humorvollen, würdigen und glücklichen Regentschaft das ganze Jahr über, bis es wieder heißt, am 11.11. Abschied nehmen für eure Nachfolger. Bis dahin ist es aber noch eine lange Zeit. Ich persönlich freue mich auf die kommenden Sitzungen und die gute Zusammenarbeit mit euch und wünsche, bevor ich das Wort an unsere Autoritäten beziehungsweise an den Hofmarschall übergebe, viele schöne, für euch unvergessene Stunden im Kreis des MCVs. Und nun dem Prinzen, der Prinzessin die Krone, wird bedient von der ehemaligen, das soll was heißen, ehemaligen Präsidenten das Narrenzepter an unsere neuen Prinzen. Ich mache mit alles verkehrt heute. Prinzen. Ja, stellt euch im Halbkreis auf, mal ein Gruppenbild. So. Und nun möchte ich das Wort dem ersten Hofmarschall übergeben, bevor der Prinz und die Prinzessin dem Volk ihre... Ja, bitte.
Holde Narren, Narren lesen, ihr habt's gehört, vielleicht gelesen, dass Albert und ich, jeder von uns ein Hofmarschall, die richtigen Männer in jedem Fall mit großem Durst und frohen Mienen, ab heute dem Prinzenpaar dienen. Genauso dabei die beiden hübschen Damen, Edith und Petra, ihre Namen. Mit denen noch einmal, sorry. Ob schon Richard gar nicht wollte, ja sogar der Fasnacht mal grollte, weil er glaubte zum Amte nicht nutz, nennt er sich nun Prinz Richard von Farbe und Putz. Was an der... Fast an der Grenze zu den Niederlanden hat seine Wiege einst gestanden. Und nördlichste, so ist mal der Sternenlauf, ging gewöhnlich etwas später auf. Aber dann strahlen sie hell und licht nach Leben, betrachtet euch eure Prinzengesicht, gezeichnet von Güte und Charme. Und da betucht ist also nicht arm, wir der ganz Mümmling alle Winkel und Gasse kostenlos verputze und anstreiche lasse. Was hat bestimmt dem Bascher Master gut gefällt, weil heute das Drama mit der Ortskernsanierung Amle end. Und erst unsere Prinzessin, eine Frau voller Rasse, aus dem Geschlecht derer von der Schafgasse. Was sage ich, eine Frau? Nein, eine echte Dame. Agnes, so ihr stolzer Name. Agnes, diese Name, dies merke Frau und Mann, ist allen Mömmlingen ab heute Programm. Sie wird ab heute uns alle dirigieren und uns viel Spaß und Gaudi garantieren. Bei solchen Tollitäten, das ist nun Fakt, gibt acht der Rothaussturm, lieber Edwin, bloß ein Proforma-Akt. Und dies behaupte ich gar nicht leise, so wurde ich Hofmarschall Helmut Heise. Nun spricht aber unser Prinzenpaar, der Prinz zuerst und dann Safra. Hello! Also es wird geölt, gell? Fühl mich eigentlich ziemlich trocken, aber gut, wir werden es umbringen. Liebe Närrinnen und Narren, ich, Prinz Richard von Farb und Putz, mit Hofstatt und Garde lassen wir raus die Wutz. Ich will euch regieren bis zum 12. Februar und will hoffen, ihr findet es wunderbar. Frohsinn soll herrschen und Heiterkeit während der ganzen Fastnachtzeit. Lasst euch durch nichts die Stimmung vermiesen, also nochmal. Lasst euch durch nichts die Stimmung vermiesen. Denkt an euch, denkt ans Genießen. Sollt ihr in der Nacht nach Hause gehen, dann möchte ich nur Freudentränen bei euch sehen. Unser Motto und nicht nur durch diese Nacht: Freut euch des Lebens, singt und lacht. Feiert mit uns Mümmlinger Karneval. Hello! Prinzessin bin ich ab heute und grüßt euch all ihr Narrenleute. Feiert, schunkelt, singt und lacht, von nun an feiert Mömmling Fassenacht. Ich grüße euch alle mit viel Stil und Klasse, Agnes von der Schafgasse. Hello! Hello! Vielen Dank für eure Begrüßungsworte und nun möchte ich unseren Bürgermeister hier auf die Bühne bitten zur Übergabe des Schlüssels der Gemeinde. Oder Annette, ich weiß nicht. Thank you.
Ja, liebe Närrinnen, nahe lesen. Zunächst dem alten Prinzenpaar nochmals einen ganz herzlichen Dank, lieber Detlef, liebe Edeltraut, Traudel. Ihr habt Römmlingen wirklich nach außen hin sehr gut repräsentiert und dafür darf ich euch im Namen der Gemeinde meinen wirklich herzlichen Dank aussprechen. Es war eine gute Zeit und eine gute Kampagne, die ihr für Römmlingen präsentiert habt. Doch jetzt zu unserem neuen Prinzenpaar. Ich denke, ihr könnt euch sicherlich erinnern, als vor 4 Jahren ich hier in Versform die Übergabe des Schlüssels verweigert habe. Und die Narren und Närrinnen mitsamt dem Prinzenpaar und seinem Hofstaat aufgefordert habe, wie es alle Tradition war. Es war keine Tradition, es war glaube ich nur zweimal. Mit zweimal kann man noch nicht von Tradition sprechen. Aber es war eine Erinnerung als Kind, als ich mit meinem Vater einmal bei einem Rathaussturm dabei sein durfte. Und diese Erinnerung war noch in meinem Kopf und dann mit der Möglichkeit als Bürgermeister den Karnevalverein herauszufordern zu diesem Rathaussturm, hat mich damals bewegt, diesen Rathaussturm zu inszenieren. Ja gut, es ist schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass der Schlüssel nicht mehr übergeben wird. Aber hier ist der original Rathausschlüssel. Ich stelle es nun dem Prinzenpaar frei, sich diesen Schlüssel hier abzuholen und auf den Rathaussturm zu verzichten. Möchte allerdings schon gleich vorab auf Folgendes hinweisen. Da unten sitzt unser Pfarrer, der Ludwig, und einige Gemeinderäte. Die bippern jetzt schon, dass das Prinzenpaar den Schlüssel nimmt. Denn sie wollen, hoffe ich doch, mir helfen bei der Verteidigung, denn wir haben uns ja gut mit neuen Kleidern und Gewändern eingedeckt und haben aufgerüstet. Und Helmut, dieses so im Vorbeigehen stürmen, ich freue mich jetzt schon auf unser Rededuell. Ja, dann, liebe Prinzessin, lieber Prinz, hier die Wahl. Den Schlüssel oder Rathaussturm? Gut. Liebe Narren, nachher lesen, Sie haben es gehört, dies wäre der Schlüssel gewesen. Hello! Ich möchte mich jetzt nochmal bei allen hier bedanken und bitte die Kapelle für ein Abmarsch schließen.